Ich würde heute ganz gerne, weil ich gesehen habe, dass Sie in einer anderen Vorlesung schon mal ein bisschen was gehört haben über Wissensmanagement theoretisch, mal so ein bisschen den Blick versuchen, in die Praxis zu wagen. Herr Breitsprecher hat es schon gesagt, ich komme aus dem Bereich Beratung und Coaching. Also wir begleiten Unternehmen, wie beispielsweise Audi, Schaeffler, Herzogenaurach, Adidas, auf dem Weg sozusagen in die Wissensgesellschaft, wo das Thema Lernen und Wissen eigentlich immer bedeutender wird. Und wir sehen, dass die Formen von Organisationen, wie sie sich in den letzten 100 Jahren so herausgeprägt haben, mit einfach heute nicht mehr gut funktionieren. Und jeder will so innovativ sein wie ein Google, wie ein Apple, aber die Maschinen, die in den Firmen so innen drin werkeln, also die Art und Weise, wie Firmen arbeiten, die hindern daran. Und da ist, glaube ich, ganz interessant, einfach mal so den Blick in die Praxis zu werfen und zu gucken, was wird denn da konkret in der Praxis gemacht. Also ganz kurz zu mir, wie komme ich zu dem Thema? Ich habe hier, wie gesagt, studiert, 94 bis 99, Elektrotechnik, war dann im Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Tennenlohe, habe mich dort mit dem Thema digitale Nachrichtentechnik beschäftigt, so Satellitenkommunikation, Digitalradio und solche Dinge gemacht. Und in dem Fraunhofer war es damals so, dass, wer das Modell kennt, da normalerweise Leute von der Uni ans Fraunhofer Institut kommen, dort einen 5-Jahres-Vertrag haben und hinterher in die Wirtschaft gehen. Ja, was ganz gut ist für die Wirtschaft und auch ganz gut ist für den Wissenstransfer von Hochschule in die Unternehmen. Was für uns am Institut aber tödlich war, weil wir das bekommen haben, was wir damals Wissenssägezähne genannt haben. Also Leute, die sich 5 Jahre mit irgendeinem Thema beschäftigt haben, da sehr viel Erfahrungen, sehr viel Ideen, Gedanken sich gemacht haben und auf einmal sind die weg. Und wir haben festgestellt, wenn jemand auf die gleiche Stelle nachfolgt, der setzt nicht ungefähr auf den Wissensstand an, von dem der weggeht, sondern ganz oft gibt es da einen ganz starken Knick und man stellt fest, die Leute fangen an, die gleichen Fehler wieder zu machen, das sprichwörtliche Rad neu zu erfinden. Und so war damals mein Ausgangspunkt in dem Fraunhofer-Institut, dann von meiner eigentlichen Stelle, nämlich Hardware- und Softwareentwicklung für digitale Nachrichtentechnik, zu wechseln zu dem Thema Wissensmanagement, also speziell diesem Aspekt, wie kann ich denn Wissen bewahren, wenn Mitarbeiter des Instituts Stellen verlassen oder intern auch Stellen wechseln. Wir haben festgestellt, wenn Leute von uns in Tennenlohe nach Ilmenau gegangen sind zum Beispiel, wo dann die Audiotechnik war, oder nach Nürnberg, wo die Logistiker waren, die waren zwar nach wie vor Fraunhofer-Institut, aber trotzdem war dieses Wissen irgendwie weg. Und das liegt daran, dass viele Prozesse, die jetzt hier zum Beispiel auf so einem Campus ganz automatisch funktionieren, nämlich dass sie gemeinsam zum Mittagessen gehen, gemeinsam hier im Raum sind, sich informell austauschen, in so Unternehmen, sobald da mal Standortgrenzen dazwischen sind, vielleicht ein Kontinent dazwischen ist, eine Kulturgrenze dazwischen ist, weil vielleicht die Kollegen in Indien sitzen und die anderen in den USA und wir hier in Franken. Das sind alles so Barrieren in den Wissensflüssen, wo man sich eben drum kümmern muss. Wir haben dann aus dem Fraunhofer-Institut heraus in 2000 Kollegen kennengelernt von Audi, von der technischen Entwicklung dort, die im Prinzip das Problem hatten, dass sie in der Zeit sehr stark gewachsen sind, also sehr viele Mitarbeiter aufgebaut haben und die Problematik hatten, dass so der Wissensstand, mit dem jemand von der Uni, der Fahrzeugtechnik zum Beispiel, studiert hat und dann zu so einem Audi kommt, sozusagen der Zeitraum, bis der wirklich produktiv in Audi arbeiten und entwickeln kann, relativ lang ist. Und die haben gesagt, wir wollen eigentlich diese Methoden des Wissenstransfers, die ihr verwendet, wenn Mitarbeiter Stellen wechseln, verwenden, um unsere neuen Mitarbeiter schneller auf Geschwindigkeit zu bringen. Also Erfahrungswissen von den alten Haudegen, sozusagen, die viel Erfahrung gemacht haben, bei Audi schneller auf neue Mitarbeiter zu übertragen. Wir haben dann angefangen mit dem Lehrstuhl für, also das Lehrstuhl Informatik 8, Künstliche Intelligenz in Fraunhofer gemeinsam mit Audi Projekte zu machen. Das hat dann relativ schnell einen Umfang angenommen, wo es einfach sinnvoll war, dann in 2001 ist das mittlerweile schon daraus sozusagen eine eigene Firma zu machen, die Firma Cognion, wo ich jetzt heute auch als Berater und Coach tätig bin. Und der Name, den wir uns da überlegt haben damals, Cognion, der besteht so der erste Hälfte aus dem lateinischen Cognoscere, erkennen, und Neon aus dem Griechischen neu. Also der Grundidee, dass wir sozusagen für die Wissensgesellschaft die Art und Weise, wie wir Unternehmen organisieren, neu denken müssen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so Filme kennt wie Moderne Zeiten, Charlie Chaplin. Also so diese ganz alte Grundidee, die in diesem Film kritisiert wird, wer ihn anschauen will, ist in voller Länge auf YouTube, kann man sich angucken. So vor 100 Jahren war noch derjenige, der in so einem Unternehmen an der Spitze stand, derjenige, der genau gewusst hat, wie alles zu tun ist. Also zum Beispiel der alte Ford, der wusste noch genau, welche Materialien, wie die Sachen ausgelegt werden müssen, wie der Motor ist,
und so weiter. Und der Kunde sozusagen einfach sagen, ich breche das in Teile herunter und mache so einzelne kleine Aufgaben und jeder weiß dann genau, welche Schraube er wie reinzuschrauben hat. Und das ist so eine der Schlüsselszenen in moderne Zeiten. Da steht der Charlie Chaplin in einem Fließband und schraubt den ganzen Tag stupide nur noch eine Schraube rein. Und das ist heute, davon sind wir heute weit, weit weg. Also ein Herr Piech bei Volkswagen weiß wahrscheinlich nicht mehr bis in das kleinste Detail, wie das Navigationssystem funktioniert. Und es geht so weit, dass manchmal der direkte Vorgesetzte von Mitarbeitern schon nicht mehr weiß, was der Mitarbeiter eigentlich tut und wissen muss. Also dieses alte System sozusagen, einer ist oben, weiß, was zu tun ist und delegiert es nach unten, so ein bisschen wie Militär, könnte man sagen, das funktioniert nicht mehr. Und damit muss man sich eben neue Organisationsmodelle und neue Arten zu führen, insbesondere auch überlegen, was in so sozialen Systemen gar nicht so einfach ist. Weil das Menschen sich ändern, Menschen irgendwie anders sind, offener sind, Leute mehr partizipieren lassen, mehr Freiraum lassen. Das kann man immer schnell auf ein Poster draufschreiben und in einem Unternehmen an die Wand hängen. Aber bis das dann wirklich passiert in der täglichen Praxis, das ist ein relativ langer und zäher Weg dahin. Genau, ich komme, wie gesagt, von der Firma Cognium. Kleiner Eindruck, wir haben in Nürnberg, in der Nähe vom Friedrich-Ebert-Platz, die Cognium Akademie. Das ist sozusagen so ein, auf der einen Seite unser Büro, da arbeiten wir. Auf der anderen Seite ist es auch so ein Kreativort, wo sehr viele unserer Kunden hinkommen. Wir mit denen gemeinsam in Projekten arbeiten, es Schulungen gibt, Konzeptarbeiten gibt, Trainings stattfinden, wo man eben sehr flexibel die Räumlichkeiten auch umbauen kann. Man sieht unten zum Beispiel, wir haben so ein kleines Media Lab mittlerweile eingerichtet. Da liefen jetzt die ganze Zeit so Tests für Adidas. Adidas gibt es auch sogenannte Media Labs, wo man Mitarbeitern beibringt, ihr Wissen in Form von multimedialen Inhalten selber zu dokumentieren. Also da geht es darum, wie kann ich, wenn ich so eine Vorlesung mache wie heute, wie kann ich die mit dem iPhone aufzeichnen, wie kann ich die hinterher im Intranet bereitstellen, wie kann ich irgendwie die Kollegen von Adidas, die jetzt in Brasilien bei der WM sind, wie können die ihre Erfahrungen dort vor Ort dokumentieren, sodass man irgendwie die nächste WM, die dann in Russland stattfinden wird, übertragen kann, die vielleicht von ganz anderen Kollegen dann betrieben wird. Was will ich Ihnen heute zeigen? Zunächst mal, ich gehe wie gesagt nicht so sehr auf Theorie ein. Ich habe vorne so einen kleinen Teil mit ein paar Begrifflichkeiten, wie wir die verstehen, weil Wissen und auch Wissensmanagement, das ist so ein verteufelter Begriff eigentlich wie Liebe zum Beispiel. Jeder weiß so intuitiv, was damit gemeint ist, aber wenn man dann mal hinschreiben muss, was ist es denn ganz konkret, dann wird es meist schwierig. Und wenn man in Google geht und da mal nach Wissen oder Wissensmanagement und Definition sucht, der wird wilde Sammlungen von mehreren hundert Begriffsdefinitionen finden, die alle in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, je nachdem, ob das jetzt eher so Didaktiker erstellt haben oder Personaler oder ITler oder Führungsexperten oder Medienpädagogen. Und da ist ganz gut, einfach vorneweg zu sagen, was meint man denn damit, wenn man Wissensmanagement sagt. Da würde ich Ihnen gerne mal zeigen, was so in der Praxis die Handlungsfelder sind, weil das ist auch eine Beobachtung, wenn man sich mal so die Literatur anschaut, dann findet man da ganz viele Modelle und Vorgehensmodelle und Empfehlungen, so in fünf Schritten Wissensmanagement einführen. Wenn man sich die Praxisbeispiele mal anschaut, dann stellt man fest, fast keines davon verwendet irgendeines dieser Modelle. Ja, sondern die in der Praxis starten die in der Regel irgendwie anders, aus irgendwelchen anderen Ecken und auch nicht so systematisch, wie man sich das vielleicht in der Theorie und in so einem Modell überlegt. Gut, und dann habe ich einfach mal, weil ich glaube, dass man eben aus der Praxis am besten lernen kann, 5 Fallbeispiele mitgebracht und will Ihnen dann mal zeigen, was da so dann tatsächlich gemacht wird mit den Mitarbeitern oder den Unternehmen, in denen sie dann vielleicht auch irgendwann mal aktiv sein werden. Und wie gesagt, am Ende haben wir noch Zeit für Diskussionen, gerne aber auch zwischendrin. Also Begriffsklärung, das große Bild. Die, wenn man mal so die gesellschaftliche Entwicklung sich anschaut, dann sind wir im Moment in einem ziemlich großen Umbruch. Nicht jetzt heute in diesem Jahr, sondern so in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Man kann so, wenn man mal so einen Zeitstrahl hin, mal so vor 10.000 Jahren, in manchen Ecken der Welt ist das auch heute noch so, waren wir in der sogenannten Agrargesellschaft. Das heißt, im Wesentlichen hat jeder so sein Fleckchen Land gehabt und hat dort die Sachen, die man für den täglichen Bedarf braucht, irgendwie angebaut, Bären gesammelt, Bären gejagt, all solche Sachen. Da gab es einen großen Umbruch, zu Beginn vielleicht 18. Jahrhundert, könnte man sagen, die sogenannte Industrialisierung oder Industriegesellschaft, wo so die Hauptentwicklung eigentlich die war, dass wir jetzt nicht mehr unsere Lebensmittel selbst gemacht haben, sondern dass es irgendwo einen anderen Arbeitsort gab. Zunächst mal vielleicht so Weberei, Stoffe,
später dann mal wirklich Industrie, wo Autos gebaut werden, wo wir diesen ganzen Geld als Tauschhandel, ich gehe irgendwo hin, ich kriege mein Gehalt dafür, ich werde bezahlt, je nachdem wie viele Autos ich baue. Und dafür kann ich mir dann wiederum meine Lebensmittel kaufen oder hier in der Mensa zum Essen gehen, je nachdem. Und das ist das, was man mit Industriegesellschaft bezeichnet. Und was da ein wichtiger Aspekt eigentlich ist, beim Übergang von hier zu hier, dort ist im Prinzip das entstanden, was wir mit Management heute bezeichnen, nämlich industrielle Organisationen zu gestalten. Und das Hauptproblem von Management damals war es gewesen, Leute, die bisher auf dem Feld gearbeitet haben oder im Haushalt gearbeitet haben, dazu zu bringen, in so einer Fabrik, in so einer Firma bestimmte Routinetätigkeiten auszuführen. Also Tätigkeiten, die immer und immer wieder gleich sind. Charlie Chaplin Film, da sieht man das schön. Ich gehe irgendwo hin, 8 Stunden, damals war es noch viel mehr, 10 Stunden vielleicht, und ich mache dort immer wieder das Gleiche. Ja. Und darauf ist eigentlich das ganze Management und die ganze Art und Weise, wie man Organisationen heute gestaltet, nach wie vor getrimmt. So, und jetzt passiert was, da kann man jetzt auch keine genaue Jahreszahl festmachen. Das ist so ein softerer Übergang, den man den Übergang in die Wissensgesellschaft nennt. Und da ist auf einmal, dieser auf einmal dadurch gekennzeichnet, dass sich rund um uns sehr viel ändert. Da gibt es verschiedene Treiber. Wir haben das Thema Globalisierung, Länder weltweit sind immer stärker vernetzt. Wir haben Digitalisierung, Wissen und Informationen fließt sehr schnell über den Globus. Es entstehen neue Wettbewerber. Ich weiß nicht, wer die Geschichte mitbekommen hat von Tesla beispielsweise. Das ist ein Automobilproduzent aus den USA, der komplett auf Elektromobile setzt. Ja, der auf einmal auf einem Markt auftaucht, der bisher ziemlich sicher zwischen Daimler, BMW, Audi aufgeteilt war. Ja, also da passiert sehr viel schnell und es gibt viele Parameter heute rund um uns, die sich mit einer exponentiellen Kurve ändern. Das ist neu. Ja, 100 Jahre zurück war die Veränderungsgeschwindigkeit unserer Umwelt sehr viel langsamer. Heute ändert sich sehr viel immer schneller. Und das bedeutet im Prinzip, dass irgendein Wissen, irgendeine Erfahrung, die ich heute habe, sehr viel schneller veraltet und vielleicht nicht mehr richtig sein kann. Wenn ich aber jetzt ein Unternehmen habe, was darauf getrimmt ist, sozusagen Wissen zu reproduzieren und immer wieder das Gleiche zu machen, im Prinzip was Ähnliches wie mit den Dinosauriern, die sozusagen sich nicht schnell genug auf eine Eiszeit einstellen konnten. Die konnten in der Kürze der Zeit keine Zentralheizung entwickeln und in Hochhäuser umziehen. Das heißt, die sterben aus. Und das kann man schön sehen an den Lebenszeiten von Unternehmen. In den letzten 100, 150 Jahren ist die durchschnittliche Lebenserwartung einer Firma von 75 auf 15 Jahre gesunken. Ja, das heißt jetzt erstmal für uns Menschen noch nichts Schlimmes. In der Regel ist das nicht mit dem Sterben von Menschen verbunden. Aber wir sind natürlich hier jetzt in einer Region, wo man so Beispiele wie AEG, wie Grundig, wie Quelle aufzählen kann und auch andere Beispiele wie Kodak oder Nokia, jüngere Vergangenheit. Nur noch vor 10 Jahren war Nokia, wenn man hier rein, vielleicht sogar noch vor 5, 6 Jahren, wenn man hier reingefragt hätte, wären wahrscheinlich 60% der Leute mit Nokia-Handys unterwegs gewesen. Und Nokia hat zu der Zeit über Apple und Co. gelacht. 6, 7 Jahre später wird Nokia für den Spottpreis an Microsoft verscheuert und der Marktanteil ist irgendwie, kann gar nicht sagen wo, aber irgendwo unter 10% auf jeden Fall. Ja, und das ist ganz, ganz gefährlich sozusagen, wenn ich von meinem Geist her darauf geprägt bin, ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie es geht, ne, und glaube, ich kann mit diesem Wissen jetzt noch 10 Jahre so operieren. Ne, da müssen Unternehmen ein Sensorium ausprägen dafür, eben zu gucken, stimmen die Annahmen über das Wissen, was ich habe, noch, oder verändert sich die Umwelt so, dass ich eben reagieren muss. Was sind also die Kennzeichen der Wissensgesellschaft? Ich hatte schon die Globalisierung genannt, ich habe die Digitalisierung genannt. Die Vernetzung ist ein ganz zentraler Aspekt. Wenn man sich mal so die großen Unternehmen weltweit anschaut, die arbeiten alle mit den gleichen Business Schools zusammen, die arbeiten alle mit den gleichen Beratungen zusammen. Und da ist natürlich klar, dass irgendwie ein Ansatz, Best Practice, wie man schön neudeutsch sagt, wie irgendwas am besten getan werden kann, sehr schnell von einem Unternehmen hier in Deutschland zu einem anderen in China, zu einem anderen in Indien, zu einem anderen in den USA transferiert wird. Was vielleicht früher noch, wo man erstmal Bücher handschriftlich transkribieren musste oder drucken musste oder so, viel, viel langsamer ging. Also ein Wettbewerbsvorteil, den ich heute habe, der ist sehr viel schneller verloren gegangen. Auch für die Wissensgesellschaft gibt es viele Definitionen, wenn das interessiert. Ich habe mal, also unten immer so kleine Literaturhinweise, wer da nochmal tiefer lesen will.
Für mich ist eigentlich der wesentliche Aspekt der Wissensgesellschaft der, dass Regeln und Normen, die wir haben, eigentlich immer öfter und kontinuierlich in Frage gestellt werden müssen. Also wenn Sie von der Uni abgehen, kann es sein, dass Sie bestimmte Sachen, die Sie hier gelernt haben und die hier in Lehrbüchern stehen, schon das erste Mal, wenn Sie im Unternehmen dann arbeiten, in Frage stellen müssen, weil die sind dann nicht mehr so. Ich habe das schon gesehen in meinem Studium, wir haben damals noch im Auto irgendwas gelernt über was da denn für Radios drinnen sind und so weiter. Da gab es noch kein Bluetooth und da gab es noch niemand, der sich mit dem iPhone in sein Auto gehen wollte und auf der Stereoanlage die Musik hören wollte und die vielleicht auch gar nicht auf dem iPhone haben wollte, sondern einen WLAN-Hotspot im Auto haben wollte, um dann über Spotify seine Musik im Auto zu streamen. Das gibt es einfach nicht. Das taucht in meinem ganzen Studium nicht auf. Aber das ist irgendwas, worauf ich mich vorbereiten muss, dass ich, wenn ich als Ingenieur sozusagen in die Arbeit komme, für viele Dinge überhaupt nicht gewappnet bin und das sozusagen lernen muss. Das ist das Stichwort lebenslanges Lernen, was öfter mal durch die Presse geistert, wo wir heute an vielen Stellen noch so die Einstellung haben, wir gehen in die Schule, wir gehen in die Hochschule, das ist Lernen, ja, und dann fangen wir einen Beruf an und ab dann beginnt Arbeiten. Und in den Unternehmen ist so die Einstellung, die Leute sollen arbeiten und ab und zu gehen die halt mal in einen Kurs, in eine Schulung. Im Schnitt sind das hier in Deutschland 2 bis 4 Tage im Jahr, also sehr wenig vergleichsweise. Ja, und dort ist dann Lernen. Und das ist völlig falsche Sicht. Ja, alles, was ich tue, während ich arbeite in der Organisation, ist natürlich Lernen. Ich entwickle für Audi die nächste Generation A6 und habe viele Ideen und muss den Kunden zuhören, was die eigentlich wollen. Und vieles davon stimmt nicht. Das ist mein Lernprozess. Und das muss sozusagen in die Organisationen übertragen werden, dass ich nicht sagen kann, ich schreibe jetzt mal auf, die Prozesse sind so und so und dann arbeite ich so 10 Jahre. Man kann das auch ganz gut in Zahlen sehen, diese Entwicklung zur Wissensgesellschaft. Ich habe Ihnen mal so eine Übersicht, 1930 bis ungefähr heute, hingemalt. Und was man da sehen kann, die Berufsklasse, die hier noch ungefähr 86% ausgemacht hat, das sind diese klassischen Arbeiter oder Blue-Collar-Worker, wie sie in Charlie Chaplins Film eben abgebildet sind, die im Wesentlichen irgendeine Anweisung ausführen. Und die sind von 86 auf 15% geschrumpft. Das heißt, wenn sich mal so eine Automobilproduktion in Ingolstadt zum Beispiel anschaut, da läuft niemand mehr rum mit einem Blaumann und einem Schraubenschlüssel und ist Öl verschmiert. Ja, da gibt es Mechatroniker, da gibt es Meister, da gibt es IT-Fachkräfte. Kann man auch schön daran sehen, dass, ich glaube so 1985 ungefähr war das Geburtsjahr, die Leute, die da geboren worden sind, 50% dieser Leute gehen beim Berufseintritt in Jobs, die es bei ihrer Geburt noch nicht gegeben hat. Also wenn da einer geboren ist und der hätte damals seiner Oma gesagt, ich wäre User Interface Designer oder ich wäre HANA-Entwickler oder so, die hätten ihn für verrückt erklärt, weil es den Job einfach noch nicht gab. Also auch da müssen wir gucken, dass wir in der Ausbildung, in den Hochschulen Leute darauf vorbereiten, dass sie vielleicht auch später mal in Rollen gehen und sich mit Aufgaben befassen müssen, die noch gar nicht bekannt waren zu dem Zeitpunkt, wo die Ausbildung stattfand. Dann gab es was, was man mit den klassischen White-Collar-Workern bezeichnet, so diese Service-Arbeiter. Und das, was für uns insbesondere spannend ist, das sind jetzt Zahlen der OECD-Länder, also im Wesentlichen der Industrienationen, das war so 1930 noch bei 8% ungefähr lag und jetzt auf 35% anwächst, das sind die sogenannten Wissensarbeiter. Ja, und Wissensarbeiter sind dadurch gekennzeichnet, dass die Aufgaben, die sie haben, sehr unscharf definiert sind, oft die Ziele der Aufgaben nicht klar sind und der Weg zu dem Ziel auch nicht klar ist. Also wenn ich heute die Aufgabe bekomme, mir für die nächste Generation der S-Klasse bei Daimler zu überlegen, wie dort das Multimedia-Interface vorne in der Konsole aussehen soll, dann gibt es kein Lehrbuch, in das ich schauen kann und mir das abgucken kann. Und das kann man schön sehen. Als Steve Jobs damals mit der iPhone-Idee aufgekommen ist, ist der verspottet worden. Aber ehrlich gesagt, das braucht kein Mensch. Ein großes Telefon, jetzt sind die gerade alle so schön klein. Jetzt kommt er daher mit so einem großen Ding. Da gab es kein Lehrbuch, wo drin steht, nächste Generation Telefone ist jetzt so. Und da haben wir eben dann gesehen, dass Anbieter wie Motorola, wie Nokia, wie Siemens, die eben genau diesem alten Weg gefolgt sind, sehr schnell in doch recht große Turbulenzen gekommen sind. Und man kann es auch sehen, wenn man Geschäftsführer mal befragt. Das ist so eine Studie unter 1400 mittelständigen Geschäftsführern, was aus ihrer Sicht denn erfolgskritisch ist auf dem Markt, ja, um auf dem Markt als Unternehmen zu bestehen.
Da gibt es ja viele, die dann so intuitiv sagen, erst der Preis, wir müssen halt die billigsten sein. Und interessanterweise ist der Preis sozusagen was, was hier erstmal an vorletzter Stelle auftaucht. Und ziemlich weit oben stehen so Dinge wie zielgerichteter Umgang mit Know-how, spezialisiertes, besonderes Know-how oder eben auch innovative Produkte, also sozusagen mit neuen Themen sehr schnell auf dem Markt zu sein. Und ich denke, das ist für uns hier in Deutschland der Weg, den wir gehen müssen. Es macht keinen Sinn, weiß nicht, wer das verfolgt hat, in der Solarbranche zum Beispiel. Ne? Dort hat man die Problematik bekommen, dass die Wissensdifferenzierung in dem Produkt nicht groß genug war, als dass nicht ein asiatischer Markt die kleinen Solarpanels auch bauen kann. Und wenn ich da jetzt anfange mit unseren Kosten hier, Lebenshaltungskosten, Mieten und so weiter, Löhne, Gehälter, zu konkurrieren mit solchen Anbietern, habe ich überhaupt keine Chance. Das heißt, da muss man eben gucken, dass man dann eben nicht nur das einfache Solarpanel baut, sondern drumherum die Systeminfrastruktur, die Dienstleistungen, also alles in dieser Kategorie spezialisiertes, zielgerichtetes Know-how, was eben nicht so leicht zu kopieren ist, was nicht so leicht von heute auf morgen im anderen Teil der Welt auch zu reproduzieren ist. Ein Aspekt ist mir besonders wichtig noch, bevor wir Richtung Praxis gehen. Ich habe vorhin gesagt, so die Wissensdefinition ist eine wichtige. Und Sie hatten in der Theorievorlesung gesehen, auf der einen Folie, da stand was von der griechischen Philosophie. Und da habe ich mal den Kollegen hier rausgesucht, das ist Platon. Und der hat im Prinzip als Definition von Wissen verwendet, Wissen ist gerechtfertigte wahre Meinung. Also wir haben ganz oft, so wenn man jemand fragt, was ist eigentlich Wissen, und dann wird so auf ein Brockhaus gezeigt, vor 5 Jahren noch, heute meistens auf die Wikipedia oder auf irgendwelche Lehrbücher. Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist zu betonen, ist der Aspekt, dass Wissen eigentlich immer in Ihren Köpfen drin steckt. Ja, Wissen ist das, was wir hier zwischen unseren beiden Ohren tragen. Und natürlich können wir versuchen, unser Wissen in so ein Buch aufzuschreiben. Ja, dann kommt es aber darauf an, ob derjenige, der so ein Buch dann liest, ob der das versteht überhaupt. Also wenn ich heute eine Dissertation von einem Biochemiker lese, der kann da viel aufschreiben, aber in meinem Kopf wird da so gut wie nichts zu wissen. Und auch diese Rechtfertigungsaspekte und diese Wahrheit, es gibt heute im Prinzip keine absolute Wahrheit mehr. Ja, ein Newton war so lange wahr, bis ein Einstein kam. Das heißt nicht, dass der falsch war. Es ist einfach das Wissen entwickelt sich weiter. Es gibt dieses absolute Wissen nicht. Und je schneller sich sozusagen unsere Umwelt ändert, desto schneller ändert sich auch das, was eigentlich die Wahrheit ist. Und entsprechend haben wir für uns mal definiert, Wissensmanagement hat nichts mit Wissensdatenbanken, nichts mit Dokumentation zu tun, sondern Wissensmanagement aus unserer Perspektive ist die Führung und Gestaltung von lernenden Organisationen. Also das heißt, es ist der Ansatz zu sagen, eine Organisation, ein Unternehmen muss sich auf Änderungen im Umfeld einstellen, muss lernen kontinuierlich. Zum Lernen gehört auch das Generieren neuen Wissens. Ja, und es ist die Aufgabe der Leute, die diese Organisation führen oder gestalten, dafür zu sorgen, dass die eben lernfreundlich sind. Dass nicht das passiert, was ich vorhin gesagt habe, wir gehen aus der Hochschule raus, dann ist Lernen zu Ende und ab dann fängt Arbeiten an. Und Lernen ist heute ein wichtiger Aspekt in Unternehmen.